Gestern haben sie punktet gegen den Leader. Spieler vom SC Bern. Heute sind sie ausgerutscht im Derby gegen den EHC Biel. Ohne Punkte haben sie den Abend müssen beschliessen. Es wären wichtige Punkte gewesen im grossen Strichkampf. Hallo miteinander, ganz herzlich willkommen zum Backcheck. Wir schauen zurück auf die Runde 46 in der National League Qualifikation mit unserer Studiorunde Uli Schwarz, Danno Steiner und Dino Kessler, der wieder mal bei uns in der Runde sitzt. Dino, schön bist du da. Hättest du dir den Abend etwas so ausgerechnet? Hättest du gedacht, dass unser MySports One-Spiel ein packender wird? Nicht unbedingt. Die Spiel, wo so wirklich einiges auf dem Spiel steht, auch, dann wird es etwa die zäh. Und man versucht vorsichtig zu sein, spielt vielleicht ein bisschen taktisch, will nicht alle Karten auf den Tisch legen. Und dann braucht es irgendeine Initialzündung, bis das erste Goal kommt. Und dann öffnet sich meistens dann auch die Schleuse. Ja, in dem Fall ist es für den SCB nicht so rausgekommen, wie es erwartet ist. Einigermaßen überraschend nach dem doch animierten Spiel, das am Freitag gezeigt haben gegen die EVZ, dass jetzt da mehr oder weniger wieder zurückkehren in die blutleeren Vorstellungen, die sie vorher hatten. Wobei, man muss auch sagen, der SCB steht aus einem bestimmten Grund drinnen. Also die können nicht jedes Spiel gewinnen, sonst wären es wieder der Erste wie letztes Jahr. Also es ist schon kein Zufall, dass er da unten steht. Du hast uns wunderbar das Thema geöffnet, betreffend SC Bern und seine Rolle in dem Strichkampf. Da kommen wir später darauf zurück. Wir wollen uns als erstes Matchspiel Rapperswil-Jona-Lakers gegen Davos vornehmen. Also genau das Spiel, das nichts mit dem Strichkampf zu tun hat. Wir schauen uns das 2:0 von Tom Pyatt an. Es war sein erstes Goal, das er geschossen hat. Zuspiel Kevin Clark. Jetzt sind in der 22. Minute. Ja, ein Slapshot heutzutage sieht man selten, aber wenn man so viel Zeit hat und einen guten Schuss hat, kann man das durchaus mal anbringen. Vorgehend sicher wieder schlecht von Davos, drei Spieler tief bleiben hängen in der Offensive und durch das die Verteidiger auch, die nicht gestaffelt stehen, sondern auf einer Linie und durch das hat Rappi sehr viel Platz, um den Konter zu fahren. Rapperswil-Jona-Lakers haben nicht wunderbar aufspielen können, haben am Schluss ein 5:2 erzielt gegen Davos, wo seit gestern grün ist. Haben dich ein bisschen gefeiert, oder was, dass die heute nicht mehr gebracht haben? Nein, ich glaube nicht. Das ist natürlich, wenn du weißt, ich bin qualifiziert und so weiter, dass das einen Moment lang ein bisschen Absacken gibt. Ich glaube, das ist ganz natürlich. Nur, das hat doch eine verdammte Gefahr, oder? Man kann ja auch sofort schlechte Gewohnheiten bekommen. Und ich bin überzeugt, dass der Wohlwend nicht Freude hatte, seiner Mannschaft. Er hat heute mal richtig gewütet, gell? Wir haben gesehen auf der Bank. Ja, ich glaube, das geht eben so etwas gegen den Strich, wenn man in diesem Spiel gegen die Lakers einfach nicht verliert. Wenn man verlieren kannst gegen die Lakers, jederzeit, das hat man gesehen, diese Saison. Aber die Art und Weise, wenn man dann merkt, ja, sie nehmen es ein bisschen auf die leichte Schulter. Und gleichzeitig musst du als Trainer auch einsehen, wenn du mal ein Ziel erreicht hast. Und der HC, die hat vor der Saison gesagt, Playoffs zurückkehren, wenn wir. Das hat es jetzt geschafft. Also kannst du noch nichts vorwerfen. Irgendein Spannungsabfall, der ist einfach da. Das ist menschlich. Das ist, glaube ich, das Spiel mit diesen Emotionen, die jetzt in dieser Schlussphase der Qualifikation sehr zentral ist. Wir haben eine Premiere gesehen von Pyatt. Wir haben heute noch eine zweite gesehen auf Seite von der Lakers, nämlich das Goal von Nando Eggenberger. Wir sind in den 31. Minuten. Es war das 3:0 für Rapperswil-Jona-Lakers. Ja, manchmal muss man hart arbeiten, um das Glück zu bekommen. Er hat lange müssen arbeiten, lange müssen hart arbeiten. Jetzt steht er einfach genau am richtigen Ort, macht seinen Job und er muss dort vor dem Goal bei einem Blue Line Shot. Und das ist ihm sicher zu gönnen. Aber das Rumpeln vom Stein, das ihm ab den Schultern geht, habe ich bis unter meinen Stuhl gespürt. Definitiv Nando Eggenberger, der sein erstes Saison-Goal schiessen kann. 5:2 war es am Schluss in diesem Spiel. Wir lassen es bei dem. Den Hinweis nochmal an alle Fans von diesen beiden Mannschaften. Alle Goal findet ihr auf unserer Website oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir machen weiter mit Lugano gegen Genf. Dort hat Lugano zuletzt ganz einen eindrücklichen Lauf eigentlich hergelegt. Hat dann heute wieder müssen mit 0 Punkten vom Eis, wo Leute waren bei Lugano. So wie es da der Wang ist, mehrheitlich grün. Jetzt hat man heute verloren, aber man hat gegen ein Genf verloren, und wir wissen, dass sie sehr, sehr kompakt und solidarisch können Hockey spielen. Aber Luganos Kurve zeigt klar gegenauf und ich mache mir eigentlich für die Playoff-Quali von Lugano keine Sorgen. Ich habe das Gefühl, die sind gut unterwegs. Sind wir uns da einig?
Ja, ich würde sagen, vor allem der Trainer, der Peltier, ist ein alter Fuchs. Er kennt die Spieler, die schon lange unterwegs sind. Und er bringt jetzt eine Klasse mit dem McIntyre. Tut er zwei zusammen, die sich gefunden haben. McIntyre, der gut schafft vor dem Goal, der torgefährlich ist. Und der Klasen in seiner alten Rolle als Playmaker und Spielvorbereiter, der wieder ein bisschen, der dritte oder vierte Frühling erlebt oder Herbst oder wie man das mal sagt. Also dort sind Spieler jetzt eingesetzt, so nach ihrem Gusto. Und das sieht man dann auch in der Gesamtleistung von der Mannschaft. Es gibt auch zum Beispiel den Reto Suri, den man rausheben muss. Er hat in den letzten paar Spielen enorm gut gespielt, sehr wichtige Goal geschossen. Und ich meine, für das ist er auf Lugano gegangen. Lugano hat das von ihm erwartet. Er hat nicht einen einfachen Saisonstart gehabt, aber jetzt am Schluss ist er eben so ein wichtiges Puzzleteil gewesen, in meinen Augen. D'accord. Stimmt. Ein Loblied an den HC Lugano, obwohl sie heute ohne Punkte haben heim müssen. McIntyre haben wir angesprochen, wenn sie uns ausgleichen anschauen, wo er geschossen hat in der 45. Minute, nachdem Genf lang geführt hat in dem Spiel. Ein Powerplay. Ja, das ist wahrscheinlich vorab genommen. Das Klaasen-McIntyre-Spiel, das ist typisch für Klaasen. Er sucht und findet das richtige Timing für einen Pass. Und der McIntyre ist dort, was er braucht, für die Scheibe, den Schusspass oder eben den Pass ins Goal abzulenken. Das ist eigentlich auch noch verrückt. Das sind zwei Spieler, die anfangs so, nicht zu Lugano waren oder kaltgestellt waren. Und plötzlich hast du die zur Verfügung, wie aus dem Nichts. Oder? Und das ist eine gute Geschichte. Siehst du mal, was da passieren kann, wenn man auf die richtigen Pferde setzt. Also für mich ist es eigentlich offensichtlich, dass wenn du Coach bist von einer Mannschaft, dass du das Spielermaterial zur Verfügung hast und dementsprechend einsetzt. Ich habe manchmal fast ein bisschen das Gefühl, dass viele Coaches zu fest ihren Erwartungen, wie sie die Spieler möchten, einsetzen, festhalten, statt dass sie einfach Lösungen suchen für ihre Situation und für ihr Spielermaterial. Oder? Wenn du nicht das zur Verfügung hast als Trainer, was du dir gerne möchtest. Oder? Ja, und gerade bei Spielern mit solchen Charakteren ist es, glaube ich, sehr zentral, dass man ein bisschen um sie herum plant. Ja, natürlich. Und was spannend ist bei Lugano, ist, Lugano hat von Anfang der Saison mit zwei ausländischen Verteidigern gespielt. Und das war der Grund, warum es der Spooner schneller kaltgestellt war. Der Grund, warum der Klaasen sehr viel nicht gespielt hat. Und seit sie hier so eine grüne Serie heranlegen, wie wir da vorhin schöner Wange gesehen haben, spielen sie eigentlich nur noch mit einem Verteidiger und spielen mit drei vorne. Und das hat offensichtlich der Klaasen befreit. Und es ist spannend. Ein bisschen etwas im Mekano verändern und plötzlich geht die Energie ganz anders. Eine ganz neue Dynamik, die man da gesehen hat beim HC Lugano. Und gleich ist es dann am Schluss der Noah Roth gewesen, der das Spiel zugunsten von Genf hat können entscheiden konnte. Er hat das gemacht in der 53. Minute. Ja, bei allem Loblied für Lugano, das ist ein weiches Gegengoal, das so in dieser Form nicht passiert. Es ist völlig ungenügendes Defensivverhalten, viel zu passiv. Es ist eigentlich eine 3 gegen 3 Situation. Der Not nützt sehr gut aus. Aber das ist nicht konsequent gespielt von Lugano. Vor allem hier, der Mann in der Mitte, bleibt viel zu lang auf einer falschen Position. Und das ist genau der Moment, wo der Rot Zeit bekommt, aus Goal schießt. Ja, schießt zwischen den Beinen durch am Verteidiger, wie wir vorher irgendwann mal gesehen haben, glaube ich. Bin mir sicher. Aber das sind immer tückische Schüsse für Goal. Jetzt sieht schon nicht gut aus, oder? Die Distanz ist relativ gross, der Schuss kommt tief. Durch den Bauch hat man das Gefühl, das sind alle die Backchecker, die alle irgendwie wollen einen Spieler auflesen und haben dann dem Rotter da sehr viel Zeit gegeben. Oder? Und er hat das sehr gut gemerkt, hat den Raum wahrgenommen, hat Geduld gehabt und dann im richtigen Moment abdrücken. Man sieht sie, oder? Man sieht den Lugano-Spieler, der den Rücken zum Rot dreht und den Spieler will auflesen im Backcheck. Einfach blöd, wenn dann zwei Spieler auf den gleichen Mann gehen. Und daraus hat der Rotter sehr viel Zeit den Schuss anzubringen, aus dem Slot, aus der Mitte. Ich muss jetzt gleich noch Lanze brechen. Ja, in dieser Situation, das Game-Winning-Goal sieht nicht gut aus, ja. Aber wir haben vorhin geredet, Klaasen ist ein Grund, McIntyre ist ein Grund, Suri ist ein Grund. Aber ein Grund, den wir nicht vergessen dürfen, ist, dass Lugano super Goalie-Leistungen hatte seit der Weihnacht. Und zwar egal, ob der Schlegel im Goal ist oder der Zurkirchen. Also die beiden haben super performt. Und dass jetzt hier der Goalie nicht so gut aussieht, ist Pech. Aber wir dürfen die Lanze nicht brechen
Nein, das ist ja nur eine Momentaufnahme bei diesem Goal. Aber du hast absolut recht. Schon wo Lugano noch in der Krise war, ist es eigentlich die Goalie-Position. Obwohl man immer Trauma gemäkelt hat. Ja, ja. Die waren eigentlich immer so lieb. Nie die grosse Diskussion um die herum eigentlich. Das war eigentlich nie das Problem, im Gegenteil. Aber eben vorher mit dem Reins Buhner zum Beispiel. Also, muss ich dir recht geben, wenn man auf die Idee gekommen hat, so einen Stürmer im Kader zu haben und dem zwei Spiele zu geben und dann nachher einfach auf der Tribüne zu versorgen, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, das war ein bisschen Karma, wo der Sami Kapan noch eingeholt hat. Ich möchte euch gerne noch ein bisschen auf die Seite von Genf lenken mit der Diskussion. Genf seit heute Abend grün. Was erwartest du von ihnen in den Playoffs? Heiss. Sehr heiss. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht von Genf. Ich muss ganz ehrlich sein, ich hätte das nie erwartet. Totaler Verjüngungsprozess. Der Juniorencoach zum Cheftrainer gemacht. Und was die dort unter geleistet haben, unter Führung vom Trainer, aber auch unter Führung von diesen vier Ausländern, das verdient grössten Respekt. Und kein Leistungsabfall. Die Genf ist nie in ein Loch gefallen. Die ganze Saison nie in ein Loch gefallen. Immer konstant auf einem guten Level. Das verdient meinen grössten Respekt. Patrick Emon, der Übungsleiter seit dieser Saison bei Genf, sie waren so konstant, dass wir wahrscheinlich verhältnismäßig ein bisschen zu wenig über sie geredet haben. Wir freuen uns jetzt, dass wir es dann in den Playoffs noch weiter werden sehen. Wir schliessen den Match ab und machen weiter mit den SCL Tigers, die heute Abend gegen ZSC Lions gespielt haben. Die Bass bei den SCL Tigers, die Ausgangslage für ihre Playoff-Qualifikation, die hat sich in der letzten Zeit ziemlich verschlechtert. Zu einem sehr schlechten Zeitpunkt heisst es also «Bonjour, Tristesse» im Emmental. Fünf Niederlagen in den letzten sechs Spielen, ein unzufriedener Heinz Ehlers und zuletzt der Schiffbruch bei den Rapperswil-Jona Lakers. Nein, also erste Drittel, müssen wir ganz ehrlich sagen, haben wir völlig geschlafen und war nicht gut, nein. Die Langnauer Playoff-Fälle scheinen immer mehr die Ilfis hinabzuschwimmen. Wir müssen nach innen schauen, wir müssen kritisch sein. Kann das noch gut kommen für die SCL Tigers? Ja, heute Abend zumindest hat es nicht sollen sein gegen ZSC Lions. Also die SCL Tigers nach wie vor in einer unangenehmen Situation. Wir haben vor dem Match mit dem Sportchef der SCL Tigers, mit dem Marco Bayer, kurz können reden, haben ihn auf ein bisschen Unruhe in der Umgebung der SCL Tigers angesprochen. Er hat gefunden, das stimmt jetzt gar nicht. Da gibt es nichts Sötiges. Unruhe, ich finde nicht, ich spüre das nicht, sondern ich glaube, wir sind immer noch auf gutem Weg. Wir haben uns in eine sehr gute Ausgangslage manövriert, aber es gilt jetzt als ein Endspurt zu performen, zu zeigen, was wir drauf haben. Und von dem her reden wir hier überhaupt nicht von Unruhe. Jetzt gibt es um Heinz Ehlers einen oder anderen Gerücht, er sei nicht im Ganzen so glücklich da, kann man hören. Was sagt ihr da dazu? Ja, da, also ich glaube, wir haben einen Fokus auf die letzten sieben Spiele. Wir haben das Ziel herausgegeben, wir wollen das Ziel erreichen. Jetzt hier irgendwelche Personalien oder Diskussionen zu führen, das wäre fehl am Platz. Sondern für uns gilt eins, und das ist, den Fokus auf das Eis zu halten, nichts anderes. Der Marco Bayer, der sich diesen Fragen logischerweise gestellt hat, sehr offen Auskunft gegeben hat, auch sehr positive Ausstrahlung hat. Ich denke, er reagiert gut in dieser Situation. Ja, absolut. Ich bin voll einverstanden, dass die SCL Tigers froh sein können, wo sie jetzt sind. Sie sind eher ein bisschen im Überperformer gsi die ganze Saison. Also, eigentlich Siege geholt, die nicht unbedingt von der Stats her als Siege gewertet werden von der Wahrscheinlichkeit her. Durch das haben sie sich eine sehr gute Ausgangslage geschaffen. Sie kommen mir fast vor in ein Formel-1-Auto, das mit sehr viel Schwung in die Saison rein ist. Und jetzt langsam muss man schauen, dass der Sprit nicht mehr ausgeht. Und man hat eigentlich keinen Boxenstopp mehr zur Verfügung. Und durchaus. Aber lange noch ist immer noch im Rennen. Durch das der Abend ist jetzt so ein bisschen für sie gelaufen, indem das Freiburg und Bern verloren hat. Viel Direktspiel noch unter den Beteiligten am Strich und sie auch noch das Direktduell gegen Freiburg. Also auch da, Langnau ist noch nicht abgeschrieben und Langnau ist auch bekannt, für dass sie auch nie werden aufgeben und gepusht werden bis zum Schluss. Trotz dieser Niederlagenserie traue ihnen trotzdem noch Playoff-Quali zu. Das könnte wahrscheinlich schwierig werden, aber man darf nicht vergessen, Langnau, Ambri und die Lakers sind
direkt dafür verantwortlich, dass die Liga so ausgeglichen ist. Weil alle anderen Mannschaften operieren mit höheren Budgets, ja, haben bessere Möglichkeiten zur Verfügung. Und wenn die drei Mannschaften abgefallen wären oder abfallen würden, dann hätten wir niemals die Spannung. Dann hätten wir vielleicht eine, zwei Mannschaften, die involviert wären in den Strichkampf. Und es wäre vielleicht gar nie so weit gekommen. Oder? Also, dass in Langnau so gut geschafft wird, in Ambri und auch bei den Lakers immer besser, das ist schon ein Auszeichnung. Das zeichnet die Clubs aus und sorgt dafür, dass es wirklich so spannend ist. Warum ist. Haben wir so eine spannende Ausgangslage im Moment? Wir wollen einsteigen in die Chronologie von dem Match. Wir haben das erste Goal gesehen auf Seite der ZSC Lenz von Raphael Brassel. Wir sind in der 13. Minute. Er zusammen mit dem Hollenstein auf uns. Es ist ein Moment lang fehlende Zuordnung bei Langnau. Hollenstein schaut sehr gut, aber was mir noch besser gefällt, ist, wie der Brassel von Anfang an genau zeigt, wo er schieben will. Es ist klar, dass wenn sie kommt, holt er direkt rauf und das sind die gefährlichsten Abschlüsse. Zürich geht hier eigentlich 1-0 in Führung, ein bisschen entgegen dem Spielverlauf. Weil Langnau hat bis dahin eher mehr vom Spiel gehabt. 4 Minuten später dann schon das 2-0 von Chris Baltensperger. Trickschuss. Das ist wunderbar gemacht, oder? Zwischen den beiden durchgeschossen vom Verteidiger. Genau am richtigen Moment abgezogen. Was man vielleicht sagen muss, es ist halt die Goalie, die Butterfly-Goalie, die sind schon am Boden, bevor der Böck kommt, um möglichst viel abzudecken. Der Genone ist der Einzige, den ich wirklich kenne, der noch ab und zu stehen bleibt und dann darauf spekuliert, dass der Schütze nicht schaut. Und dann hat er sie an der Schulter und hebt sie. Aber mit diesen Schüssen kommst du heutzutage einfach zum Erfolg, oder? Du als Goalgetter, weißt das gut, oder? Wo musst du hin abdrücken? Du merkst schon, was die Goalie für eine Tendenz haben. Und wenn's halt abgeht, Überraschungseffekt, oder? Wenn du im richtigen Moment die Schnelligkeit auspackst, oder eben wie er jetzt einen Move von Backhand auf Vorhand und dann den Verteidiger als Screen genutzt und dann den Schuss wirklich ansatzlos in den Torhimmel aufholst, dann eben so wie sagst du, schlägst die Goalie. Ja. Mhm. Wir haben zwei Goal gesehen im ersten Drittel, haben dann bis ins dritte müssen warten, wo wir das dritte Goal gesehen haben. Und da hat dann Danu Steiner vor allem den Assist sehr gut gefallen von Pius Sutter. Der das Goal nachher macht, ist der Garrett Rowe. Wir sind in der 45. Minute. Genau, er hat dort sehr viel Platz. Langnau sucht doch eher ein bisschen Zuordnung. Und das hat er, der blauen Linie, sehr viel Platz. Es ist fast so ein bisschen wie ein Offside-Pfall im Fußball, ja, der Langnau probiert zu stellen, der im Endeffekt nicht aufgeht. Und der Garrett Rowe fährt da hinten rein. Und es ist natürlich ein Zuckerpässchen dort, das Flippässchen, das ihn dort in die Abschlussposition bringt. Sehr schön gemacht. Aber da muss man auch sagen, also wenn der Heinz das auf dem Video anschaut, wird es nicht Zornesröte ins Gesicht treiben, weil das Defensivverhalten, dass die alle ausschwärmen und die Mitte dort, wo es gefährlich ist, ist am Schluss gar niemand mehr. Wird schwierig. Lang noch like, oder? Jetzt beim ersten Goal, die Zuordnung nicht stimmt und das ist wirklich eher eine Stärke von Langnau, dass sie dort in der Defensive mal gegen mal eigentlich stark sind und das ist jetzt heute Abend nicht der Fall gewesen. Es war ein verrücktes Spiel, weil Zürich hat nicht manche wirklich gute Goalchancen gehabt. Einfach sehr effizient gewesen, ja. Unglaublich effizient gewesen und Langnau ein 0 in einem Heimspiel. Das sagt eigentlich auch sehr viel. Langnau hat auch ein paar Powerplays gehabt. Rein optisch hat das recht gefällig ausgesehen. Es sind auch ein paar Chancen gekommen. Aber einfach keine Goal und mit No Goal schiessen ist schon schwierig. Ja? Definitiv, wir wollen uns noch eine Stimme anhören von der SCL Tigers. Der Nolan Diem ist noch zum Interview gekommen. Nolan Diem, 6. Niederlage im 7. Spiel für die SCL Tigers. Obwohl man heute gegen ZSC durchaus auch ansprechende Passagen gezeigt hat. Was nehmt ihr jetzt mit aus diesem Match heute Abend? Ja, gute Frage. Also, wir haben nicht so schlecht gespielt, aber schlussendlich wir müssen einfach die Punkte machen jetzt. Wir wissen genau, wie eng das ist und wir brauchen dringend Punkte, um Playoff zu erreichen. Der Match unter der Woche gegen Rapperswil hat es Reden gegeben. Da ist die Mannschaft nach dem Spiel in der Garderobe geblieben, ist nicht zufrieden gewesen, wie man auftreten ist. Es hat offensichtlich eine Steigerung gegeben. Was ist passiert in diesen Tagen seither? Ja, wir wissen genau, wir müssen einfach kämpfen, 60 Minuten zum Punkt holen. Und ich glaube, in Rappi, wir haben das nicht gemacht und heute, wir haben schon ein bisschen besser gemacht. Aber schlussendlich, wir müssen noch mehr und einfach die kleinen Details besser machen. Und, weil wir brauchen dringend Punkte.
Was macht ihr, um die Punkte zu holen? Kleine Details ist das eine. Das Spiel geht logischerweise aus. Es bleibt eng am Strich. Gibt es jetzt noch irgendein Ass, das ihr im Ärmel habt? Ja, das Goal schiessen. Ich meine, wenn wir schiessen kein Goal, zum Beispiel heute, wir kein Spiel gewinnen. Ja. Also, wir, ja, einfach ein bisschen mehr vor das Goal stehen, viel mehr schiessen und ja, einfach probieren, das Puck ins Goal hineinzutun. Ja. Nolan Diem mit seiner Analyse nach dem Match, man merkt, da ist es am Tun, der Fuchs, das ist unglaublich, was da heute Abend war. Ja, und gleichzeitig, was willst du sagen? Ja. Mehr als Durchhalteparole kannst du nicht vor dir geben. Ja, wenn du kein Goal schiessest, wird es schwierig zu gewinnen. Gleichzeitig, ja, wenn du so ein Match hast wie ein Rappi, wo so viel Gegengoal kriegst und quasi auseinandergehst, dann musst du wieder irgendwo auf deine Rolle können besinnen und schauen, dass du defensiv einigermaßen stehst. Und sie haben ja im ersten Drittel zum Beispiel, also Zürich auch unter Druck gesetzt, wie der Ueli gesagt hat, auch einen Haufen Chancen gehabt. Leider keinen reingebracht und dann kriegst du einen. Und dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Und ich meine, gegen Zürich verlieren ist ja kein Skandal. Natürlich, ja. Zu dem Zeitpunkt zählt jeder Punkt. Ja, das ist auch wieder eine Durchhalteparole. Aber es ist einfach so. Du kannst dein Schicksal so nicht verändern, wenn kein Goal schiessst. Wenn man es zusammenfasst, ist bei den SCL Tigers sicher so ein bisschen das Erwartungsmanagement ein zentraler Punkt. Wohin schafft es die Mannschaft noch? Wie gross ist die Anspannung und Nervosität im Hinblick auf die noch möglichen, wenn auch schwierig zu erreichenden Playoffs? Wir haben Emanuel Gysi noch einmal ein bisschen den Puls fühlen. Man ist ein bisschen gespalten im Emmental. 6 von den letzten 7 Matches hat die SCL Tigers verloren. Das ist logischerweise sportlich keine gute Bilanz. Gleichzeitig weiss man eigentlich ja schon, dass man mit dem Kampf um Playoff-Plätze das Optimum am rausholen ist. Jetzt die Misstöne um die Mannschaft herum, die gehen logischerweise auch an diesem Umfeld nicht ganz spurlos vorbei. Es hat die Causa Di Domenico gegeben, die heute im Tigersaal immer noch zu reden gegeben hat, wenn man sich so ein bisschen umgelost hat. Einer, der bei den Matchbesuchern eigentlich nicht umstritten war, ist der Trainer, der Heinz Ehlers. Der findet die Leute weiterhin am richtigen Ort. Einer der Baumeister vom sportlichen Erfolg der letzten Jahr. Letztes Jahr in Playoffs geführt, dieses Jahr wieder Mannschaft in Schlagdistanz. Also wenn es nach der Stimme vom Volk geht, Heinz Ehlers nicht antastet, der Mann, der die Tigers auch in den nächsten Wochen auf Kurs soll bringen soll. Der Emanuel Gysi, der sich da im Emmental ein bisschen umgelost hat, die SCL Tigers, also mit den 44 Matchen, die sie gespielt haben, im Moment auf Platz 10. Wir schliessen den Match ab und machen weiter mit Zug gegen Fribourg-Gotteron. Wir haben vorne den Lauf von der Luganesi angeschaut, da können wir genauso schön grün den Lauf von der Friburger anschauen, der allerdings jetzt heute gestoppt worden ist. Und zwar ziemlich massiv. Ja, schade für Fribourg, in dieser Situation 5-0 untergehen oder tauchen in Zug. Klar, wir reden immer wieder darüber, dass man darf verlieren, auch in Zug darf man verlieren. 5-0 ist gerade ein bisschen geil in meinen Augen. Ja, ja, und das Launische, oder? Wir kommen bei Fribourg immer wieder auf das Thema. Eine Stimmungsmannschaft kommt dann immer wieder. Es klingt einfach irgendwie ein bisschen eine abgenutzte Floskel. Sag mir, wer in einem Match, wo Fribourg dabei ist, zuerst ein Goal schießt und sagt dir, wer gewinnt. Es gibt eine ganz verrückte Geschichte. 24 Mal bis jetzt, inklusive heute Abend, hat Fribourg zuerst ein Goal kassiert. Das wären nach Adam Reis über 70 Punkte, die auf dem Tisch liegen würden in diesem Match. Aber geholt haben sie weniger als ein Fünftel. Mhm. Also, Fribourg ist nach wie vor eine Mannschaft, wenn etwas gelingt im rechten Moment, dann kommt es wie Ketchup aus der Flasche, wo man drauf drückt. Aber wenn etwas nicht rund läuft, irgendwie ein bisschen gegen sie läuft, haben sie wahnsinnig Mühe, das zu drehen. Und das ist ein bisschen die Charakteristik von Fribourg, glaube ich. Das ist ein bisschen die Problematik, glaube ich, in diesem Club drin, dass man selber nicht richtig weiss, was wem passiert, also was ist die Ursache und was ist die Wirkung. Am besten hat mir das eigentlich gefallen zu der Zeit, wo der Hans Kossmann dort war, ja. Und nachher mit dem Marc French. Oder? Der Marc French hat eine Linie dort reingebracht, hat Disziplin reingebracht, hat eine Defensive installiert, die verhebt. Die wirkt immer noch ein bisschen nach, zum Teil, aber zum Teil eben auch nicht. Mhm. Also die Abhängigkeit von der Stimmung. Man hat das ja auch gehört, wo der Marc French gegangen ist, dass die Spieler gesagt haben, jetzt haben wir wieder Spass. Meine, Spass ist ein wesentlicher Bestandteil vom Profisport. Aber nur mit Spass allein geht es eben auch nicht. Und Spass generiert sich vor allem aus dem Erfolg. Das gehört dazu. Und wenn man nicht bereit ist, eben auch darauf zu verzichten, wenn es einmal zäh ist, dann wird es schwierig mit Leistung bringen. Und, aber sie sind immer noch dabei. Das ist vielleicht der positive Aspekt von dem Spiel.
Vor allem, wenn man sieht, was sie vor zwei Monaten noch waren, oder beim Trainerwechsel, dann hat man wirklich kein Pfifferling mehr auf Freiburg gewettet. Und man sieht es jetzt hier schön grün. Klar ist jetzt eine Niederlage dazugekommen. Aber jetzt der Endspurt von Freiburg, darf man gleich sagen, das ist eine Leistung, oder? Also, die Spieler haben dort wahrscheinlich wieder ein bisschen Freude gefunden. Der Dübe hat die Verantwortung übernommen. Er hat gesagt, komm, die ganze Geschichte nimmt jetzt halt in die Hänge. Der Kay oder Siegen mit dem Entscheid und hat den Sean Simpson geholt, mit der mehr Fachkompetenz noch an Bord zu holen. Und das hat jetzt funktioniert, oder? Aus dieser Situation aus. Aber wenn du jetzt halt so nah dran bist, ein Ziel zu erreichen, ist halt die Enttäuschung dann schon grösser, wenn es dann nicht schaffen würde. Uli hat die zentralen ersten Goal in diesem Match, wo Freiburg beteiligt ist, angesprochen. Wir steigen ein und zeigen euch das 1:0. Wo die Zuger können schiessen. Wir sind schon im zweiten Drittel, 31. Minute, Santeria Latalo. Also Zuger schiessen, hast du gesagt. Das hat Freiburger, ja. Freiburger gemacht, hier zu gehen. Der Gammerzind hat ihn da rein getan. Von genau. Dem her, ja, klar. Zuger hat da eine Überzahlsituation, die sie wahrnehmen können. Ein guter Schuss, der aber eigentlich neben das Goal würde gehen. Und der Rest ist so ein bisschen, ja, Pleite, Pech und Panik. Genau. Wahrscheinlich. Kamersan, der da unglücklich denn das eigene Goal eigentlich schiesst, das am Santeria Latalo von Zug zugeschrieben worden ist. Es hat nachher ein No-Goal gegeben, ein Goal, das nicht zählt hat, wegen Goalie-Behinderung. Das 2:0, das dann effektiv zählt hat, das ist im dritten Drittel gefallen. 42. Minute, Yannick Zehnder. Ja, ein Riesensnipe, würde man sagen, oder? Von der im Stehen von einem Schuss abzuladen, hat wirklich sehr schön gepasst. Und wahrscheinlich hat er einen weichen Stock, dass er von dort die Scheibe so schön rausbringt. Das ist auch ein Phänomen der heutigen Zeit. Die Stöcke werden immer weicher. Also ich könnte mit diesen Stöcken nicht mehr spielen. Und vor allem, dass man das so herbringt, da musst du wirklich nur noch reinlegen. Das ist wie ein Pfeilenbogen. Dass du auch von dort oben die Schüsse 5 Grad unter den Bügel bringst. Was das kennst du nicht mehr, oder? Die Flexstöcke. Ja, gut, am Anfang noch, aber die waren über Eichstangen. Aber jetzt gibt es ja, glaube ich, Probleme in China mit der... Ja, mit den Lieferanten, genau. Logistik, was machen sie denn? Es wäre noch, wenn jetzt in den Playoffs einem würde Stück ausgehen. Aber ich habe gehört, das sei schon ein bisschen entschärft, oder? Dann gehen sie dann mit Dino und Kauer wieder die von früher gehabt. Hättest du noch ein paar, wo du könntest... Nein, ja, nicht mehr. Also, hast du nicht mehr? Kein Material mehr. Aber ich will mal den Klasen sehen mit einem Holzstock. Der war nicht... Also, dann könnt ihr jetzt mal auf Lieferprobleme hoffen bei den chinesischen Stöcken. Ich habe zuletzt gehört, das sei nicht so akut, das gehe ich noch. Wir haben vorne den Yannick Zehnder gesehen, der das Goal gemacht hat. Wir gehen weiter und schauen uns den Gregory Hoffmann an, der es 3:0 geschossen hat. Sowohl Hoffmann als auch Zehnder haben dann nachher noch 2 Goals sich notieren lassen zum Schlussscore von 5:0. Da also Hoffmann sein Erster in der 51. Sicher cool ist, wie er... sich selber die freie Schussbahn verschafft. Oder? Hier nimmt ihm der Verteidiger den Schuss weg, der Aplanalp, aber er zieht und zieht und zieht, bis er eine Chance hat, am Aplanalp vorbeizuschiessen. Das macht er sicher individuell sehr hübsch. Und dann kommt ein satter Schuss, Bauchnabelschuss. Im Bera wirklich mit durch den Bauch sieht er sicher nicht gut aus. Wer ihm die Chance verschafft, ist eigentlich der Klingberg, oder? Mhm. Er kommt mit Speed durch die Mitte, legt die Scheibe raus und fährt weiter auf den ersten Goalposten, oder? Und dann die ganze Freiburger Abwehr zurückzieht. Und das gibt eigentlich am Hofmann erst den Platz und die Zeit, ja, dass er da reinziehen kann. Der Aplanalp ist völlig auf Verlohnung im Posten, der stehend durch den Zug vom Klingberg. Und dann, ja, das ist eigentlich der Ursprung, dann, wieso dass der Hofmann so gut reinziehen kann. Genau, Aplanalp gesehen am oberen Bildrand. Das also das 3:0 von Gregory Hoffmann, das 5:0 sichere bittere Pille für den Goalie, für den Reto Berra von Freiburg. Man wird noch schnell hören, was er nach dem Match gesagt hat. Reto Berra, trotzdem 0:5, habe ich das Gefühl, heute wäre eine gute Möglichkeit gewesen, für Punkte zu holen. Vor allem, weil Bern der Mitkonkurrent und Playoff verloren hat gleichzeitig. Wie seht ihr das? Ja, ich würde auch sagen, es war lange ausgeglichen im letzten Drittel. Ich meine, sie haben 4 Goal gemacht im letzten Drittel. Wir haben wirklich 2-3 blöde individuelle Fehler gemacht am Schluss und sie haben sie eiskalt ausgenutzt, aber nichtsdestotrotz, ich meine, es ist da schwierig zum Punkt holen. Ich glaube, wir haben probiert und gemacht, müssen wir schnell abhaken, weil nächste Woche ist sehr entscheidend. Ich meine, jedes Spiel ist schon für uns seit einem Zeitchen sehr entscheidend. Sehr entscheidend, weil es wirklich um alles geht. Wie ist das Innenleben der Mannschaft? Kann man das einfach wegstecken und vorne schauen? Ja, ich glaube schon, weil wir in letzter Zeit viele Matches gewonnen, viele lange Matches gewonnen.
Auch gestern gegen Rappi sind nochmal angekommen und nachher sehr souverän im dritten Drittel gespielt. Ich glaube, wir haben ein gutes Selbstvertrauen wir freuen uns auch auf diese Challenge. Ich meine, für das spielen wir Hockey, wirklich das Kribbeln und um etwas geht. Sorry. Und jetzt gehen wir schon das dritte Mal am Dienstag in kurzer Zeit auf Los an und wir zweimal gewonnen. Von dem her sind wir positiv gestimmt. Alles okay. Der Reto Berra schaut natürlich gerne schon führen, will den heutigen Abend möglichst rasch abstreichen. Aber es ist natürlich schon noch bitter, oder? Im Wissen, dass heute Bern der direkte Konkurrent mit dem Nuller rausgeht, dass es ihnen nicht gelungen ist, mehr rauszuholen. Ja, sicher ist das so, aber es ist nun mal ein Teil von dieser Konstellation, die hier ist. Und ja. Du kannst nicht mehr machen, als selber deine Punkte holen. Das haben sie heute nicht geschafft. Und ich glaube, man muss sich vor allem über das aufregen und nicht, was die anderen gemacht haben. Oder? Ja, in dieser Situation musst du wahrscheinlich nicht auf einen Gegner verlassen. Oder? Da musst du selber herstehen und deine Leistung performen. Oder eben so gut spielen wie möglich, dass du die Punkte selber reinholst. Ja, ich glaube, in der letzten Runde, dann, wenn du irgendwie ablusst, jetzt mal gesagt, und dann auf einen Gegner hoffst, ist das okay, aber nicht 5 Runden vor Schluss. Also von dem her denke ich nicht, dass das ein Thema war, ob jetzt Bern gewinnt oder verliert von Freiburger Seite. Ja, denke ich auch nicht. Ich glaube, das Spiel im Zug, vielleicht haben sie nicht genau gewusst, ist jetzt der EVZ noch 100% bei der Sache, oder wie reagieren sie auf die Niederlage in Bern, die auch passieren kann, die von der EVZ völlig irrelevant ist. Aber ich glaube, der EVZ ist auch schon in der Vorbereitung für Playoffs. Das heisst, immer Mini-Trainingslager irgendwie, wo die Spieler halt auch noch hergenommen werden, wo sie physisch drillt werden, um bereit zu sein für die Playoffs anfangen, oder? Und darum weiss nie so richtig, wie so eine Mannschaft dann reagiert. Aber ich glaube, man hat dann auch gesehen, es war dann am Schluss schnell einmal 5-0 gewesen. Nach zwei Dritteln war es noch 1-0 gewesen. Ich glaube, da ist auch ein Spannungsverlust passiert irgendwann im letzten Drittel. Dann haben wir gesagt, gehen wir doch auf Los an, dann gewinnen wir sowieso. Wir machen es jetzt so. Wir gehen zum nächsten Spiel, gehen auf Biel, wo heute Abend gegen den SC Bern gespielt hat, wo, wir haben es gerade angetönt, auch tief im Strichkampf verwickelt ist. Aber vielleicht zum Einstieg, gerne ganz schnell zu der Bieler Situation. Dort wäre es auch um ein Haar unangenehm geworden, oder? Wenn man sich plötzlich nochmal hätte müssen nach hinten orientieren. Ich glaube, vor allem in dieser Situation, wenn man so einen guten Saisonstart hat und dann irgendwo ein bisschen an Schwung verliert und plötzlich kommt die Meute von hinten näher und man spürt den Atem im Knick, dann ist das sicher ein ganz wichtiger Sieg für die EC Biel. Jetzt hat man sich doch ein Polster geschaffen, wo man eigentlich beruhigt kann, den Rest von der Qualifikation abspulen. Und wenn nichts, sage jetzt mal, muss fast ein Wunder passieren, wenn Biel noch eingeholt wird. Handkehrum muss man sagen, das Loblied an SC Bern nach dem gestrigen Sieg relativ schnell wieder verstummt ist. Das heute hat jetzt niemand von den Sitz gerissen. Ja, es war eine verhaltene Geschichte. Ich komme nicht ganz daraus, dass wir heute von Bern serviert bekommen. Weil gestern hatte ich das Gefühl, ich hatte wirklich das Messer zwischen den Zähnen und gefeitet und physisch auftreten und wirklich gekrebelt und gestöpft und gekratzt und alles Mögliche. Und heute hatte ich ein eigenartiges Gefühl. Von Anfang an war es so ein Abwarten, ein Siegeln, vielleicht zwei, drei Konter fahren können. Möglicherweise wäre das aufgegangen, wenn man 1-0 in Führung wäre. Aber Konjunktiv ist jedem sein Freund, wenn man verliert. Oder? Ja. Also, für mich hat Bern ganz klar zu wenig gemacht, für heute nachher zu doppeln. Und für mich ist das Resultat in dieser Höhe richtig und korrekt. Ja, vor allem der Doppelschlag, oder? Hat natürlich noch mehr Energie weggenommen. Und dann, wie du hast gesagt, klar. Komm, wir schauen doch gerade. Jason Fuchs war es, der in der 32. Minute das erste Goal in dieser Partie geschossen hat und damit recht viel Energie freigesetzt hat auf der Bieler Seite, logischerweise. Der kurft und kurft auch ohne Ende. Ja, genau, das Bern ist ziemlich eingegelt da. Durch das hat er ziemlich viel Platz an der blauen Linie und kann da seine Kurven drehen. Klar, am Schluss hat er Glück, dass er einen Schlöf bereicht vom Berner Verteidiger. Aber hier hat er halt wirklich sehr viel Raum und Platz für zu schauen und irgendwie ein Spiel zu machen. Du hast es gesagt, es war ein Doppelschlag. Eine Minute später Ozzo Rantakari mit dem 2-0. Das letzte Spiel. Für Biel? Es gibt ein ähnliches Kreisen aus dem Ecke raus, nur ein bisschen weniger lang. Und dann mit einem schnellen Querpass, einem satten Direktschuss. Meine, das ist für einen Goalie fast nicht möglich, seine Position zu finden, wenn das so schnell geht. Das trifft haargenau. Es stehen noch zwei Leute
in der Falllinie der Scheiben. Also bis die siehst, ist es eh zu spät, wenn es dann einschlägt. Ich irgendwie denke, dass der SCB auf fremde Weise im Moment ein bisschen befreiter kann aufspielen kann, weil daheim ist ja die Pflicht noch, dass man auch Gäste muss unterhalten und nicht nur gewinnen. Oder? Also, ja, dass man noch Würste verkauft werden. Und so, das verstehe ich alles. Darum ist das für die Spieler vielleicht ein bisschen schwierig, manchmal, wenn man sich in der Pflicht fühlt, dass man auch noch muss für Unterhaltung sagen muss. Auswärts musst du das nicht machen. Das müssen dann die Heimspieler machen natürlich. Und darum ist die Leistung. Ich weiß nicht, ob sie gestern vielleicht das Pulver verschossen haben. Und keine Ahnung, es war seltsam, dass heute so blutleer wieder gespielt haben, wie in der ersten Woche unter dem Hans Kossmann, wo man eigentlich auch keine Reaktion vernehmen konnte nach dem Trainerwechsel. Und jetzt sind sie wieder ins gleiche Muster zurückgekehrt. Lass uns das 3-0 noch anschauen. Das ist das dritte Goal, das gefallen ist in dem Mitteldrittel. Valentin Nussbaumer, wir sind in der 36. Minute. Das ist ein unglaublicher Spielerwechsel von Bern. Ich meine, der Foster merkt es, kommt einen Meter neben das Goal, spielt einen langen Pass auf die Blaue. Man muss mal schauen, im Anfang, wie die Berner Spieler wechseln. Das war wirklich ganz nachlässig. Und der Foster merkt das super, spielt einen langen Pass. Und von dann an ist Bern einfach überall zu spät. Und letztendlich hat es halt eingeschlagen. Ja, aus Bieler Seite, die sind jetzt gar nicht mit viel Tempo gekommen. Die sind da langsam auf das Goal tuckerlet, zu viert. Also, okay, es war nicht nötig, dass sie einen Zug aufs Goal machen mussten. Die haben so viel Zeit bekommen, einen Abschluss zu machen. Und das sind einfach Situationen, die einfach, ja, aus Berner Sicht in dieser Situation nicht passieren sollten. Jeder Wechselfehler oder eben jede Situation, wo so eins aufs Dach bekommst, das raubt dir einfach wieder zusätzlich Selbstvertrauen, Energie. Und ich muss da mich an meine Mitkollegen da anschliessen. Das ist in dieser Situation, wo Bern ist, einfach viel zu wenig und seltsam. Berner hat sich dann das 4-0 gefallen lassen. Da, wenn wir noch ganz kurz reinschauen, der Damien Brunner hat es erzielt. Wir sind in der 45. Minute. Ja, in dieser Situation, der Brunner will die Goal, das merkt man, oder? Wenn er den losziehen kann und noch einen eben, man schüttelt noch einen ab und hat wirklich Druck auf dem Stock und setzt da nachher, das ist typisch Damien Brunner, so ein Goal, wo er wirklich sehr viel Wille reinsetzt und im Endeffekt zum Erfolg kommt. Es hat lustig ausgesehen, das Goal. Ja, am Schluss ist ein Scheibe und zwei Berner ins Goal hineingekugelt und alles geht zu und ob es passt irgendwie zum Brunner, dass dem der Goal klingend. Und sein Lachen, das er dann hat, wenn er davon fährt, oder? Lustig. 4-0 war es am Schluss gewesen. Der Anti-Türmann, der Coach vom EHC Bilden, wenn wir uns noch ganz kurz anhören. Der Reto Müller hat mit dem Gerät. Anti-Türmann, 3 Minuten vor dem Ende gab es eine Standing Ovation für Ihr Team, für Ihren Auftritt. Was bedeutet Ihnen das? Ja, natürlich, das ist gut. So, ich denke, dann, wenn wir haben gespielt, super. Und natürlich gegen SCB Derby, so, natürlich, das war super schön. Und ich glaube, Sie dürfen auch rundum zufrieden sein, gerade auch mit diesem wichtigen Sieg und den 3 Punkten. Sind die Playoffs gesichert? Nein, nicht sicher. Also das ist, ich denke, fünf Spiele, also das ist 15 Punkte und das ist alles ist Möglichkeit. Das war gut für Selbstvertrauen. Natürlich, so, wir können spielen sehr gut, wir können spielen defensiv sehr gut auch und dann mit vier Linien. Vielen Dank. Merci. Okay. Ein zufriedener Anti-Türmann nach dem 5-0 im Derby gegen den SC Bern. An dieser Stelle müssen wir noch ganz schnell erwähnen, Jonas Siller hat heute seinen ersten Shoutout von dieser Saison können feiern, das für die Akten oder für das Archiv. Und dann müssen wir jetzt noch rasch über Bern reden. Das Dumme ist jetzt haben die eine Woche kein Spiel. Oder? Nach so einer Schlappe von heute willst du eigentlich morgen am Morgen um 8 Uhr vielleicht etwas spätestens wieder spielen und sagen, dass du es besser kannst. Ja, macht die vielleicht. Jetzt sagen wir 9, oder? Ja. Nein, ihr wisst, oder, was ich meine. Das willst du einfach nicht eine Woche pausen, oder? Ja, unbedingt. Den Eindruck willst du so schnell wie möglich vergessen. Wenn du eine Woche musst trainieren praktisch, dann wirst du immer daran erinnern. Kossmann wird wahrscheinlich auch nicht so eine gemütliche Trainingsatmosphäre machen. Ja, du musst noch irgendwie Videositzungen machen, wo das alles nochmal vor Gesetz kriegst und dabei weisst du ja eigentlich, was du falsch gemacht hast. Und am Auftritt selber kannst du auch nichts mehr ändern. Also, schnell abhaken geht am besten, wenn du wirklich
gar wieder zum nächsten Spiel kommt, ist in dem Fall nicht möglich. Vielleicht muss man sich irgendetwas einfallen lassen, um das zu vergessen. Ich weiß jetzt zwar nicht was, aber eine Woche lang darüber brüten bringt auch nichts. Aber ich glaube, die Mannschaft hat schon noch eine gewisse Widerstandskraft, um sich noch mal erholen. Ideen für die Ablenkung von euch beiden? Ja, es gibt x Szenarien, die man da bringen kann, oder? Sei das irgendwie Fondue-Plausch oder irgendwie go Bowling spielen zusammen. Aber ich glaube, das ist nicht die Situation. Jetzt glaube ich, man fokussiert sich einfach wirklich auf den nächsten Match. Klar hat man ein viel Zeit, um darüber nachzudenken, oder? Wahrscheinlich denkt man noch ein bisschen zu viel darüber nach, aber in dieser Situation machen wir, glaube ich, das Beste daraus. Ich bin aber auch überzeugt, dass Bern ist trotzdem für mich immer noch eine von diesen Mannschaften, die ich favorisiere, dass sie einen Playoff-Platz holen. Und zwar weniger wegen der Qualität, die wir sehen, aber das kannst du jetzt nicht mehr verlangen, was 45 Spiele lang nicht optimal funktioniert hat. Ich glaube nicht, dass es das ist. Aber Bern hat einfach Siegertypen, Charakterköpfe, ganz, ganz viel Erfahrung. Und jetzt geht es um diese Geschichten. Es geht nicht darum, haben wir jetzt die bessere Auslösung oder spielen wir die bessere Bulli-Variante. Vergessen. Es geht wirklich um Charakter und Herz. Und ich bin eigentlich überzeugt, dass Bern von dem genug hat. Und darum würde ich Bern nicht abschreiben, sondern ich habe das Gefühl, sie schaffen es am Schluss trotz allem. Ja, das ist doch mal eine schöne Ansage. Das haben wir gern. 5 Spiele haben sie noch. Die Berner jetzt also zuerst mal ein bisschen Pause. Wir sind jetzt schon gespannt, wie sie sich dann als nächstes präsentieren. Wir machen weiter mit dem Match, der am meisten Dramapotenzial hat am heutigen Abend. Lausanne hat in Ambri gespielt. Wir haben ein torloses erstes Drittel gesehen, steigen dann ein im zweiten Drittel, wo der Joel Wermin in der 28. Minute zusammen mit dem Yannick Kern das 0-1 erzielt. Ja, es ist nicht der erste Match, der bis zur 30. Minute 0-0 ist, heute Abend. Und dann kommt das erste Goal. Und das verdammte erste Goal hat heute Abend eine riesige Rolle gespielt. Es war in Zug so, es war in Biel so, es war jetzt auch hier so. Ich meine, es ist gut rausgespielt, aber das Spiel war dermassen umgekämpft. Und auch da ist es schliesslich ein Doppelschlag. George Juris, 31. zusammen mit dem Jeffrey, 0-2. Aber wenn dann mal der Deckel weg ist ab der Ketchup-Flasche, dann kommt die eben sehr oft das Nächste, oder? Und das ist heute Abend recht oft passiert, aber wir sind der Valascha hier, das dürfen wir nie vergessen. Ja. Es ist Ambri, oder? Und die haben uns diese Saison schon x-mal überrascht und entzückt, wenn man Fan ist. Die Widerstandskraft dieser Mannschaft basiert eigentlich auf dem Charakter, den man aufgebaut hat mit dem Farmteam in Biasca und versucht, so der Konkurrenz zu Stirn bieten. Und das gelingt ihnen bis jetzt, auch wenn es im Moment mit den Playoffs nicht mehr so gut aussieht. Aber dass die überhaupt noch so nah dabei sind, ist eine riesige Leistung. Und auch in diesem Spiel haben sie sich erholt von einem Rückstand. Entschuldigung. Und haben das Spiel noch mal ausgleichen. Also das ist bewundernswert. Der Charakter, den du ansprichst, wenn wir uns jetzt gerade auf dem Eis anschauen. Nick Plastino war es, der in der 34. Minute im Powerplay können verkürzen auf 1-2. Powerplay-Goal, Plastino, dort in der Mitte meistens anzutreffen, übernimmt die Verantwortung vom Schuss. Durchaus akzeptabel hier zu schiessen, weil sie wirklich zwei andere Spieler in der Schusslinie, auch wenn er da den Schuss eigentlich verfehlt. Und dann der Lausanne-Spieler, Chibe, das Goal lenkt. Ja, Glück gehört halt manchmal schon dazu in so einer Situation. Aber wenn der Schuss nicht nehmen würde, die Verantwortung nicht übernehmen würde zum Schießen, dort würde es das Goal nicht geben. Von dem her sieht man da gleichwohl etwas Gutes. Manchmal braucht es halt noch ein bisschen Schützenhilfe. Ambri hat dann müssen Nerven bewahren. Der Ausgleich der ist erst sehr spät gekommen, in der 56. Minute. Nochmal ein Powerplay, Mats D'Agostini das Mal. Das ist wirklich verrückt. Der D'Agostini ist wirklich in jedem Match dabei. Der macht in jedem Match irgendeinen ein Goal oder ein Assist. Von dem ist ein sehr wichtiger Spieler für Ambri. Auch hier wieder seine Paradeposition auf der Vorhandseite, wo er reinziehen kann im Powerplay. Und ja, von dort muss D'Agostini noch nicht schiessen. Ja, von dem her. Ja.
Ich glaube, der D'Agostini, den hat man schon x-mal abgeschrieben. Eigentlich. Der ist mal von Genf gekommen. Und da hat man gesagt, ja, wenn der Maxali einen Ausländer gehen lässt, dann ist er eh nicht mehr zu brauchen. Und die müssen irgendein Wunderelixier haben. Dort, wahrscheinlich in Quinto, dort in dem Sanatorium, hat es irgendeine Hexenküche, wo sie irgendetwas herstellen. Man muss dann mal auf den Grund gehen. Eine Verjüngungskur oder irgend so etwas. Auf einmal hätte sich heute in wunderbarer Form präsentieren können, Matt D'Agostini. Das Spiel ist unter anderem dank ihm in die Overtime gegangen. Und dort hat dann der Josh Jurys das Spiel können entscheiden. Nach nur 18 Sekunden in der Overtime, Berchi mit ihm zusammen. Ja, 3 gegen 3. Das heisst eigentlich, jeder muss seinen Mann unter Kontrolle haben. Aber genau das passiert nicht vor dem Ball. Das ist wirklich ein bisschen nachlässig gespielt. Und es ist natürlich hart, wenn du so in die Overtime kämpfst und kaum hat sie angefangen, ist sie schon wieder fertig. Für Lausanne einen eminent wichtigen Zusatzpunkt und Ambri tut er enorm weh. Und ja, das war eine sehr spannende Geschichte in diesem Match. Ich glaube, Lausanne hat gewusst, Freiburg kommt am Dienstag, wir müssen die Punkte jetzt holen, weil die verlieren, glaube ich, daheim immer gegen Freiburg. Darum lieber auf Nummer sicher gehen, ist aber gleich noch knapp geworden. Und ich glaube, bei der Verlängerung 3 gegen 3, da setzt sich dann die individuelle Klasse schon durch. Und die hat Lausanne tatsächlich noch, setzen sie nicht immer zielgerichtet ein, tut's mir. Also wahnsinnig viel Wucht, Dynamik, physische Stärke, aber meistens spielen sie sehr, sehr zurückhaltend. Und das verstehe ich irgendwie nicht ganz. Also ob man einen 12-Zylinder auf 6 Cheddar anlässt die ganze Zeit und sich dann wundert, wieso dass man nicht richtig vorwärts kommt. Wir werden sehen, wohin das noch führt bei Lausanne. Tobias Stefan ist der, der das Goal hütet. Wir haben ihn heute noch schnell zum Interview gebeten nach dem Sieg in der Overtime. Tobias Stefan, Lausanne hat sich entschieden, nicht mitzuhelfen im Kampf um die Playoffs. Er hat sich heute wahrscheinlich aus dem Strichkampf verabschiedet mit dem Sieg nach den letzten 3 Niederlagen. Wie haben Sie aber die Leistung gesehen von Ihrem Team heute Abend? Ja, also zuerst einmal würde ich sagen, dass wir noch nicht ganz draußen sind. Es sind so viele Mannschaften dort unten am Strich involviert und es ist extrem eng und wir brauchen schon ein paar Punkte. Dann heute die Leistung, ja, ich glaube, okay gewesen. Es war ein sehr schwieriger Match für uns. Eben, wir haben ein negatives hinter uns. Zambri immer schwierig zum Spielen. Sie haben sehr gute erste Linie, gefährliches Powerplay und so weiter. Und Kämpfer ist, glaube ich, top. Ja, und es ist auch nicht schlecht, aber es gibt sicher Verbesserungspotenzial. Genau, das Verbesserungspotenzial nimmt mich natürlich wunder. Sie haben gesagt, die Leistung ist okay, aber für mich noch weit weg von Playoff-Form. Wo fehlt es denn noch? Ja, ich glaube auch, dass wir noch besser werden. Ja, ich glaube, heute hat es zum Teil ein bisschen in den Auslösungen gefehlt. Sie haben aggressiv vorgecheckt. Wir haben zum Teil die Scheiben nicht rausgebracht. Und ja, was schon die ganze Zeit ist, dass wir viele Chancen brauchen, um ein Goal zu schiessen. Heute ist eigentlich gegangen, aber das hat sich so ein bisschen, so eine Tendenz gewesen, die wir hatten. Und da müssen wir daran arbeiten. Tobias Stefan, besten Dank. Merci. Armin Hartmann hat sich da getraut anzusprechen, was Dino Kessler vorhin gesagt hat. Das ist noch nicht ganz das, was man in den Playoffs sehen würde. Er bestätigt eigentlich den Tobias Stefan. Wo kann man den Schalter finden, wenn man sie im Laufe der Saison nicht so oft herbringt? Wir haben schon vor 2 oder 3 Wochen haben wir hier mal recht intensiv über Lausanne diskutiert. Wir haben uns dann gefragt, warum kommen die daheim nicht in die Gänge, am neuen Stadion, wo sie ja wirklich oft verloren haben und so weiter. Und für mich hat das ein bisschen etwas zu tun mit ihrer Spielanlage. Lausanne spielt ein sehr abwartendes Eishockey. Man sieht die selten vorchecken. Im Entscheidungsfall wird der Rückwärtsgang eingelegt. Man geht in die neutrale Zone, man wartet ein bisschen. Dann entstehen wenig Emotionen. Das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2, das wissen meine Kollegen auch, die selber gespielt haben, wenn man einfach ein bisschen abwartend spielt, dann kommst du gar nie richtig auf Betriebstemperatur. Und ich habe einfach teile ein bisschen deine Ansicht. Ich habe das Gefühl, Lausanne hat ein bisschen mehr PS in ihrem Stall, als sie manchmal aufs Eis bringen. Aber sie müssten vielleicht ein bisschen mehr wagen und ein bisschen mehr versuchen, dem Spiel den Stempel aufzudrücken, weil klasse hat die Mannschaft bis zum Abwinken. Ja, vor allem, wenn man die Flugpositionen der Aufstellung anschaut, oder? Das sind alles aggressive, schnelle Leute, die eigentlich das Vorchecken können betreiben können. Von dem her gebe ich dir da vollkommen recht. Für Lausanne, eben schon ein bisschen komisch, ich glaube, man hat sich als Organisation noch nicht vollständig gefunden und irgendwie das Gefühl, dass man kann sagen, der Weg ist geebnet für die Zukunft. Mhm. Oder zum Beispiel EVZ kann man sagen, der Weg geht dorthin aus dem und dem Grund.
Und das ist eine Spitzenmannschaft aus dem und dem Grund. Und das habe ich bei Lausanne noch nicht ganz das Gefühl, dass sie so weit sind. Obwohl dass sie eben eine gute Mannschaft haben. Also sie sind wirklich immer noch so in der Findungsphase. Weil, ja. Also Mannschaft ist sicher eine Optik, aber ob denn, du hast jetzt den Vergleich mit Zug gemacht, ich ziehe ihn jetzt weiter, ob je im Club so eine Geduld eigentlich am Tag wird geleitet werden, wie wir das im Zug sehen, das sehe ich als reichlich unwahrscheinlich in dem Modell Lausanne. Gut. Sehe ich mehr Ungeduld und Geldorientiertheit? Es ist natürlich schwierig mit diesen Besitzerwechseln, um da genau durchzusehen, welche Philosophie fahren denn die neuen Besitzer. Mhm. Also, dass man sich etwas davon verspricht, dass man eine Halle hat, wo man Gastrorecht nutzen kann, also während dem ganzen Jahr. Das sind ja alles Infrastruktur und so weiter, finanzielle Sachen, das ist das eine. Aber wenn man den Leuten etwas bieten will, und das haben sie gemacht. Also, wie du gesagt hast, und die Flügelposition, das ist etwas vom Besten, was man hat in der Liga. Und gleichzeitig schaut man denen zu und hat das Gefühl, es wirkt alles ein bisschen gehemmt. Es entfaltet sich nicht. Es kommen keine Emotionen auf oder zu wenige Emotionen. Und wenn der Tobias Stephan das angesprochen hat, offen und ehrlich, müssen wir schon noch mehr machen, oder? Das muss mehr kommen. Das ist eigentlich verblüffend um diese Zeit, weil die haben sich ja den Luxus nicht können erlauben und jetzt schon das Mini-Trainingslager können anzetteln, mhm, wo zwei, drei Wochen vor den Playoffs. Also sind die jetzt mit drinnen noch und für das ist das schon arg emotionslos, muss ich sagen. Wir werden sehen, ob wir Lausanne noch werden mit diesen zusätzlichen PS im Einsatz sehen. Wir schliessen die heutige Runde ab, indem wir ganz kurz auf die Übersicht schauen. Folgendermaßen ist, wir gehen direkt auf die Tabelle, das können wir auch machen. Oder? Wir haben die Fänge 4, die grün sind und die Lakers, die rot sind, hinten raus. Dass es weiterhin spannend bleibt, ist völlig klar, rund um die Playoff-Plätze. Aber was sich auch ankündigt, ist, dass wir einmal eine spannende Platzierungsrunde werden sehen. Im Vergleich zum letzten Jahr vor allem. Ja, wir haben vorhin von Ambri geredet, oder auch von Langnau geredet, oder auch von Freiburg. Ich meine, 10. ist Punkt holen, für hoffentlich über den Strich zu kommen. Aber jeder Punkt, den man holt, zählt darum dann plötzlich gegen ab, wenn man es nicht so schaffen sollte. Aber auch enorm. Also das Jahr wird es eng auch unter dem Strich, nicht nur oben im Strich. Ich möchte noch ganz geschwind euch auf den Weg geben, dass wir morgen ein National League-Spiel haben. Morgen spielt Zürich gegen Biel. 15:40 geht es los. Den Match zeigen wir euch auf MySports 6. Jetzt haben wir noch ganz kurz, sorry, Dan, wir sind ein bisschen im Zeitdruck. Gell? Wir reden noch ganz kurz. Nein, das darfst du nie persönlich nennen. Ich habe einen Mann im Ohr, der mir klare Anweisungen gibt. Und der sagt, vorwärts machen. Wir müssen auf die Swiss League schauen. Und zwar stehen dort seit heute nach der letzten Qualifikationsrunde die Playoff-Partien fest. Wir sehen hier Olten gegen Langenthal. Das ist das erste Duell, das wir euch werden zeigen. Am 19. Februar geht es los, also am kommenden Mittwoch. Das Spiel live auf MySports One. Dann haben wir das Duell Kloten gegen GCK Lions. Wir haben Aschua, La Chaux-de-Fonds und Fischb gegen Thurgau. Wer würde ihr eigentlich in der Swiss League setzen? Ueli, mach du. Sag ganz, du. Ganz schwierig. Ich rechne ganz fest mit Kloten und Aschua im Finale. Kloten, Aschua im Finale, das würden wir nehmen, das wären tolle Affischen. Jetzt ist es Zeit für das Hockey-Bettmümpfli, das heute überhaupt nichts mit Hockey zu tun hat. Man hat nämlich einen Live-Termin für euch, der jetzt gerade losgeht. Da seht ihr Bilder aus dem Qualifying von der Formel E. Das ist der André Lotterer, der heute für Porsche die erste Pole-Position holen konnte. Hinten rechts seht ihr unseren Nil Cani, vorne seht ihr unsere Simona De Silvestra und das da ist unser Marcel Fessler. Hallo, schön bist du da. Hoi, Steffi. Du bist der Co-Kommentator und Experte bei uns in der Formel E. Wie siehst du die Ausgangslage von der Schweizer für das heutige Rennen in Mexiko? Ja, ich glaube, die Ausgangslage ist wirklich sehr gut mit dem Sebastian Buemi auf Startplatz 4 und sehr grosse Überraschung mit Nico Müller im vierten Rennen schon auf Startplatz 7. Also da haben wir sicher zwei Eisen im Feuer, die ganz sicher vorne mitfahren können. Vor allem der Sebastian Buemi mit seiner Erfahrung sollte eigentlich möglich sein, ganz vorne aufs Podest, wenn nicht sogar nur ein Sieg fahren. Sehr schön. Du bist eine Rennsport-Ikone, bist immer noch auf den langen Strecken unterwegs, hast Benzin im Blut. Für uns bist du heute da und du hast eine Elektromotorsport-Serie begleitet. Wie lange hast du dich daran gewöhnen, bis du die Freude bekommen hast?
Sieg ehrlich. Also der Sound fehlt für mich einfach gleich noch ein bisschen, das muss ich schon sagen. Aber ich muss sagen, der Sport an und für sich ist wirklich interessant. Also es wird sehr hart gekämpft, es gibt Rad-an-Rad-Kämpfe, es gibt Berührungen, es ist alles extrem knapp. Man weiß eigentlich nie, wer wirklich gewinnt am Schluss. Mit dem Energiemanagement ist es sicher etwas anderes. Also es ist schon faszinierend, vor allem es ist wirklich von der sportlichen Leistung her wirklich eine coole Serie. Und da macht es auch Spass, um da zu kommentieren. Du hast es uns wunderbar lustig gemacht, das Rennen, das in Mexiko wird stattfinden. Du bist da in Erlenbach. Du kannst jetzt gerade überrennen in Richtung Kommentatorenkabine. Dort wartet der Herbert Zimmermann auf dich. Danke vielmals. Danke. Bist du noch schnell vorbeikommen. Marcel Fassl, einen schönen Abend. Und ich schleiche wieder da über, um mich von unserer Studiorunde verabschieden. Es war ein munterer Abend. Ich danke euch ganz herzlich. Uli Schwarz, Daniel Steiner, Dino Kessler. Bis zum nächsten Mal. Merci vielmals.